Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de, die Erklärvideoagentur, wünscht gute Unterhaltung. Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner. Heute gibt es den nächsten Teil aus der Sommerserie, ein Interview in 12 Teilen, welches ich 2015 bei Antenne Mainz gegeben habe. Viel Spaß. Jetzt weiß ich heute, du bist ein bisschen kleiner in deinem Unternehmen. Das heißt, irgendwas ist passiert. Genau, also ich habe dann in aller Freundschaft gekündigt. Wobei, das ist jetzt keine Floskel, sondern es ist tatsächlich so, dass ich dann, Anfang 2013. Das heißt, ihr wart eine GmbH? Oder? Genau, wir waren eine GmbH mit drei Gesellschaftern. Also die GmbH, die Firma gibt es natürlich immer noch in Kleinwinternheim. Liebe Grüße an die EVM Medientechnik GmbH, meine lieben ehemaligen Kollegen, Auszubilden und so weiter. Die haben meine Anteile übernommen und machen das Geschäft auch noch machen weiter. Machen das auch noch weiter und haben also auch tatsächlich, also die Firma heißt immer noch Berwick & Hübner GmbH, also sie trägt also auch immer noch meinen Namen, da bin ich sehr stolz drauf, weil das von meinen ehemaligen Kollegen auch ein tatsächlicher Wunsch war, dass mein Name in der Firma mit drin bleibt, weil wir die halt nur mal eben zusammen gegründet haben. Nur ich für mich einfach irgendwann entschieden habe, gesagt, das war eine super Zeit und auch ich bin da mächtig stolz drauf und bin auch immer noch stolz auf die Firma und mein erster Auszubildender ist immer noch in der Firma beschäftigt, aber ich für mich brauche jetzt mal einen Cut. Das ist, ich brauche jetzt mal so einen Schnitt im Leben. Ich muss mal einfach Stopp machen. Ich hatte irgendwann einen Hörsturz gehabt und hatte dann irgendwann auch ein bisschen Probleme im Herz. Habe dann auch ziemlich viel an Gewicht zugelegt und so weiter und habe gesagt, hier Leute, komm, wir verstehen uns gut und so weiter. Ich höre auf und gehe dann auch wirklich in Freundschaft, freiwillig so gesehen, weg. Aber ich brauche jetzt für mich mal einen Break. Ja. Aber das kann ich mir nicht ganz einfach vorstellen, weil wenn man so etwas mit aufgebaut hat, da ist immer so ein bisschen Herzblut auch mit dabei. Also ich habe mir tatsächlich für die Entscheidung letztendlich auch fast ein Jahr Zeit gelassen, streng genommen über ein Jahr Zeit gelassen. Mein Vater und auch teilweise so mein engeres Umfeld ist völlig verzweifelt, weil natürlich alle gesagt haben, jetzt wo die Firma aus allem raus ist und es der Firma gut geht. Ich meine, natürlich kriegen wir auch nichts geschenkt, aber du hast eine Aufbauphase, wo du Zeit investierst, Geld investierst. Genau. Ja. Und jetzt gehst du. Also das war natürlich schon so, dass dann jeder erstmal im Umfeld gesagt hat, ey, hast du das wirklich gut überlegt? Und dann habe ich gesagt, nee, ey, guck mal, du hast doch mitgekriegt und da irgendwie weg gewesen, da krank gewesen und da das und da das. Die Leute haben es dann schon auch verstanden, eigentlich alle. Na gut, du hast ja auch gesundheitliche Dinge angebracht und da kann ich mir durchaus vorstellen, das ist schon ein Grund, mal langsamer zu machen. Ja. Das war dann, und dann habe ich mich halt entschlossen und habe das auch irgendwie ein halbes Jahr vorher kommuniziert, dass man das eben ganz gemütlich, sage ich mal, eben hat gemacht, dass ich da ganz langsam raus bin und das auch ganz unspektakulär. Wir haben da auch kein Riesenbohai gemacht oder so bei Kunden, weil es gab ja jetzt keinerlei Gründe in der Form, dass es uns schlecht ging oder dass wir uns Streit hatten oder so und ich bin dann, mehr der ganz einfach rausgegangen. Das war ziemlich unspektakulär, weil wir uns über nichts haben streiten müssen und uns heute noch gut verstehen. Und das war wahrscheinlich so, wie sich viele wünschen würden, wenn ich das bei anderen Firmen mitkriege, die sich dann vor Gericht streiten und so weiter. Es war das absolute Gegenteil. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt ein Jahr, Sabbatjahr, Auszeit, wo du mal wirklich jetzt so ein bisschen entschleunigst, wie man das so schön sagt. Das ist ja, sage ich mal, schon durchaus auch eine Luxussituation, wenn man sich das erlauben kann. Ja, gut, klar. Ich meine, man hat da natürlich dann auch lange hingearbeitet und dann auch lange hingespart. Ich meine, so ganz untriebig, ich mache so ein bisschen, was machen tue ich natürlich immer. Ich habe dann relativ schnell gesagt, okay, ich habe unheimlich Spaß immer noch an Film und Fernsehen und habe dann eben gesagt, ich mache so eine kleine, also ich wechsle so gesehen auf die Kundenseite oder auf die Produktionsseite, mache so eine kleine Ein-Mann-Firma im Moment für kleine Imagefilme, habe mich dann so ein bisschen auf so Social Media spezialisiert, also wirklich auf so
Also es ist ja schon eine Kunst, einen 30-Sekunden-Spot zu machen und ich bin dann nochmal weiter runter und habe mich so ein bisschen drauf spezialisiert, eben so 10 oder 15 Sekunden-Spots zu machen, die dann so für Facebook-Seiten und so interessant sind. Das hört sich jetzt für mich aber nicht wirklich nach einer Auszeit an. Ja, es macht mir natürlich Spaß. Also das sind Sachen, ich habe dann gesagt, okay, ich mach Sachen, die mir Spaß machen und versuche Sachen zu vermeiden, die ich machen muss, nenne ich es jetzt mal. Und das hat zumindest im letzten Jahr auch ganz gut funktioniert. Und ja, das mache ich jetzt auch weiter natürlich. Ist, wenn ein Unternehmen groß wird, muss man dann mehr Sachen machen, die man nicht möchte als... Zwangsweise, ja. Also ich, dadurch, dass ich auch, also wenn das schon, also es ist für mich heute zum Beispiel eine große Umstellung. Ich musste mich in meiner Firma damals nie um den ganzen Steuerkram oder so kümmern. Das ist also, jetzt ist es so, dass ich mich da halt selber drum kümmern muss. Das sind so Sachen, ja, die muss ich jetzt machen. Die musste ich vorher zum Glück nicht machen. Wobei das ja manchmal ganz gut ist, wenn man es selbst macht. Ja, es bringt ja auch nichts. Man muss es ja dann tatsächlich irgendwann machen und sich mit befassen. Hast du in der alten Firma, aus der du ausgestiegen bist, dann bis zum Schluss auch diese Sachen gemacht, dass du, wenn irgendeine Veranstaltung war, dass du mit raus bist, mit aufgebaut hast, oder? Das habe ich gemacht, wobei das wurde dann natürlich, das wurde dann tatsächlich immer weniger, auch vor allem dann eben wegen der Gesundheit. Also ich, nach dem Hörsturz war es so, da hatte ich dann so eine Hyperakusis, also so eine Geräuschüberempfindlichkeit. Das war schon ein ganz schöner Knick gewesen, weil natürlich gerade auf so Veranstaltungen ist es halt nun mal auch eben laut. Oder da ist es mal so, dass eben mal ein Mikrofon pfeift oder so eine Rückkopplung oder so gibt. Und das ging halt einfach gar nicht. War der stressbedingt oder tatsächlich auch vielleicht durch die Belastung, die du hattest? Ja, das war schon, das war so ein bisschen so richtig erforscht, ist das ja irgendwie alles nicht. Also hier in Mainz haben wir ja eine gute Sache, die Römerwald-Klinik in Mainz, da war ich da auch zu Reha gewesen. Und auch hier die Uni in Mainz ist da auf so Hörsturz, Tinnitus und so spezialisiert. Aber selbst die können es ja letztendlich auch nicht richtig sagen. Die können das zwar messen und die können auch schon rausfinden, ob man, sage ich jetzt mal, simuliert oder nicht, oder ob man sich das einbildet oder nicht. Aber das ist so ein bisschen was von allem. Das war ein bisschen ungesunde Lebensweise. Ich habe dann noch geraucht und habe dann ungesund gegessen und habe auch dann irgendwann keinen Sport mehr gemacht oder eigentlich, was heißt kein Sport gemacht. Und da kommt dann schon so alles ein bisschen zusammen. Also wenn man dann, da muss man irgendwann so ein bisschen einfach mal gucken, dass man da, also ich habe mir keinen Ausgleich geschaffen, vielleicht würde ich es am ehesten so sagen. Mehr Infos über Erik Hübner auf www.lustaufvegan.de. Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de